Er sieht wirklich echt aus, als würde er gleich sprechen. Sprechen? Schätzchen, ich glaube, du liest zu viele Geistergeschichten. Er ist also nicht echt? Nicht, dass ich's wüsste. Ehrlich gesagt habe ich ganz verdrängt, dass er da rumsteht. Er ist recht nutzlos und man sieht jedes Staubkorn da drauf. Du brauchst ihn also nicht? Willst du ihn haben? Nimm ihn, bitte. Ich bin froh, wenn ich diese lästige Schädeldecke nicht mehr putzen muss. Ich nehme ihn mit. Wie nennst du ihn? Nennen? Ja, welchen Namen gibst du ihm? Einen mit sich herumgetragenen Schädel, der einem irgendwie sympathisch ist, sollte man nicht namenlos lassen. Oh, also gut. Ich nenne ihn Curry. Curry? Ja, stimmt was mit dem Namen nicht? Wie? Doch, doch. Nicht den Namen, den ich gewählt hätte, aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und sollten auch respektiert werden. Das ist Curry. Schade, dass er kein Wort herausbringt. Das überlege ich mir. Hey Curry, wie geht es dir? Schweigen ist Gold, was? Curry gehört eher zur stilleren Sorte. Aber er sieht aus, als würde er ein bisschen lächeln. Das ist Curry. Schade, dass er kein Wort herausbringt. Hey Shabi, du hast ganz schön viel durcheinander angestellt. Es muss eine bessere Lösung geben. Ich dich. Aua! Wow! Sorry. Aua! Tut mir leid. Du sprichst? Aua! Okay, ich stecke dich besser einfach schnell ein. Eine irgendwie sprechende, exotische Blume, die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Hey, Shabi. Der Würfel ist weg. Ich wusste doch, dass es derselbe ist, der auch im Antiquitätenladen ist. Der Würfel war so heiß, dass er die Wiese unter sich völlig versenkt hat. Dort ist nur noch verbrannte Erde. Das überlege ich mir besser nochmal. Nein, ich habe zwar nicht viel Ahnung von Pilzen, aber eins habe ich gelernt. Rot mit weißen Punkten niemals anfassen. Es muss eine bessere... nein, wozu? Ich habe Shabi gefunden. Wirklich? Shabi? 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 Was? Ich... Also... Das bekommst... Ich... Du musst... Hey Shabi, du hast...
Irgendwie muss ich Shabi von diesem verdammten Kaugummi befreien. Nein. Nanu, irgendetwas schmatzt in meiner Jackentasche. Shabi, du hast dich befreit. Hast du etwa den ganzen Kaugummi aufgefressen? Super, gut gemacht. Du hast uns beide echt gerettet. Befreite Schabe, glückliche Schabe. Nicht wahr? Schabi ist wieder frei. Den Tuten sei Dank. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber du hast heute ein Wunder vollbracht. Ist schon gut. Schabi war mir eine große Hilfe. Jetzt muss nur noch die Jukebox funktionieren. Dann ist der Tag gerettet. Ein Truthahn, aber... Entschuldigung? Danke, ich brauche im Moment nichts. Was doch? Einfach Bescheid sagen. Gut. Hierhin gehört eine Feder, damit der metallische Arm richtig funktionieren kann. Mist, die Feder passt nicht richtig. Sie ist zu gedrungen und damit zu kurz. Mal sehen, ob wir die Feder ein bisschen gedehnt bekommen. Hey, das sieht richtig gut aus. Passt, sitzt, wackelt und hält hoffentlich ein bisschen. Das überlege ich mir. Ohne diese Schabe, Schabi, wird das Teil wohl niemals laufen. So, Shabi, Zeit, um nach Hause zu gehen. Du wirst hier gebraucht. Er ist nur eine Schabe, aber ich glaube, ich werde ihn vermissen. Shabi ist wieder frei. Den Tuten sei Dank. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber du hast heute ein Wunder vollbracht. Ist schon gut. Shabi war mir eine große Hilfe. Die Jukebox funktioniert. Danke. Du hast Shabi wieder nach Hause gebracht und die Maschine repariert. Nimm dir so viel von dem Obst, wie du möchtest. Und hier, nimm den Truthahn bitte auch. Danke. Ich habe gerne geholfen. Es freut mich, dass Shabi wieder zu Hause ist. Auch wenn ich den kleinen Kerl irgendwie vermissen werde. Entschuldigung. Danke, ich brauche im Moment nichts. Was doch? Einfach Bescheid sagen. Eine Schale mit Obst. Sieht echt aus. Oder jemand war besonders detailverliebt. Obst. Eine alte Registrierkasse. Wow, ich glaube, ich habe so ein Teil noch nie vor mir gesehen. Und ich weiß nicht mal, ob ich das gerade wirklich vor mir sehe. Hoffentlich passt der Eigentümer immer gut darauf auf. Sonst tritt noch Paragraph, ich klau mir, was mir gefällt und verkaufe es gegen ein Vermögen in Kraft. Ein Stapel saubere Teller. Sie sehen nicht so aus, als sollte man was davon anfassen. Man sagt zwar, Scherben bringen Glück, aber darauf ankommen lassen will ich es nicht. Ein Buch. Sicherlich ein Gästebuch.
Soweit ich es von hier aus sehen kann, wird es entweder länger nicht gepflegt oder das Restaurant bekommt nicht ganz so viele Besucher. Es hat sich eine Staubschicht darauf gebildet. Mit der provisorischen Presse konnte ich aus dem Obst Saft herstellen. Cool! Zeit für eine Pause! Ich habe euch etwas mitgebracht! Wow! Ist das etwa einer der Truthähne von dem Restaurant oben? Yep. Hast du das gehört, Ben? Zeit für eine Pause! Pause? Das ist echt nett von dir. Man könnte fast meinen, das wäre nur ein Vorwand und du führst irgendetwas im Schilde. Ich? Nein, nein. Ich finde einfach, dass ihr euch eine Pause wirklich verdient habt. Danke. Du bist wirklich klasse. Also los, Ben. Lass uns was essen. Essen. Scheint, als wären sie fürs Erste mit etwas anderem beschäftigt. Auf dem Erdhaufen steckt eine Schaufel. Im Moment scheint sie nicht benutzt zu werden. Eine Abdeckung aus Holz. Ich denke, sie soll gegen die Risse im Boden helfen. Ob das ausreichend ist? Ich weiß nicht. Ein Stein reicht. Ich will ja niemanden damit versenken, glaube ich. Ein Haufen Erde, wohl der Aushub der Baustelle. Es muss eine bessere Lösung geben. Die Erde war ganz schön trocken. Huch, beim Graben habe ich etwas gefunden. Sieht wie eine kleine Schatzkiste aus. Würmer. Tanzende, windende, wabbelige Würmer. Als ich klein war, fand ich die so süß, dass ich sie am liebsten mit nach Hause genommen hätte. Heute könnte ich darauf verzichten. Kommt her, ihr wabbeligen Würmer. Schnell, ohne hinschauen. Ich kann spüren, wie sie in der Tasche wabbeln. Die Erde war ganz schön trocken. Sieht wie eine kleine Schatzkiste aus. Sieht wie eine kleine Schatzkiste. Sieht. Nein. Wozu? Würmer. Tanzende, windende, wabbelige Würmer. Ich habe ein paar Würmer. Vielleicht lassen sich die Vögel damit angeln. Würmer? Gib schon her. Lass uns das mal probieren. Diese Biester. Es scheint, als hätten sie keinen Appetit darauf. Das überlege ich mir besser nochmal. Mal sehen, ob das hilft. Alles ist besser mit Schaschliksoße oder so. Lass uns diese Würmer mal versuchen. Vielleicht klappt es dann besser. Was hast du mit denen denn angestellt? Die kleben ja fürchterlich.
ich möchte sie nicht nehmen oder durchsuchen. Eine Nagelfeile. Ich kann nichts Besonderes an ihr erkennen. Eine kleine Flasche mit Kleber. So wie man sie benutzt, wenn man künstliche Nägel auftragen möchte. Ein leeres Glas. Sieht sauber aus. Ich kann einem kleinen, hilflosen Fisch doch nicht sein Futter stehlen. Das überlege ich mir besser nochmal. Die Flasche ist geklebt. Irgendetwas fehlt noch. Ein altes Etikett. Es ist noch gut erhalten, aber es klebt nicht mehr. Und dort steht etwas. Die Flasche ist geklebt. Irgendetwas fehlt noch. Die Flasche ist geklebt. Das überlege ich mir besser nochmal. Das überlege ich mir besser nochmal. Die Flasche ist geklebt. Der Angler hat seinen Eimer mit Wasser zurückgelassen. Eine kleine Gießkanne. Sie ist sicherlich für die ganzen Kakteen hier. Ein Glas mit Wasser. Na, du kleiner Fisch. Irgendwie könnte das Fischglas ein bisschen mehr Pep vertragen. Den braucht er vermutlich nicht mehr. Hey, am Boden des Eimers ist was. Ugh, Seetang? Er muss echt lange hier gesessen haben. Es sieht aus wie Seetang. Was ist hiermit? Er ist sicherlich schon ziemlich alt. Entfernen Sie dieses Stück augenblicklich aus meinem Sichtfeld. Mich machen Sie ganz sicher nicht zu einem Mittäter. Was? Sie wissen genau, was ich meine. Oder wollen Sie mich etwa einschüchtern? Darauf falle ich ganz sicher nicht rein. Ich lasse mich ganz sicher nicht erpressen. Vor allem nicht von so jemand Dilettantischen, wie Sie es sind. Was?
Das ist Curry und ich wollte... Genug! Es tangiert mich nicht, wie dieser arme Tropf mal geheißen hat. Packen Sie das unverzüglich weg und wir vergessen das hier. Den braucht er vermutlich nicht mehr. Das sieht schon besser aus. Ob da noch mehr hineinpasst? Der Traum eines Fisches. Wer hätte gedacht, dass all der Kram dort hineinpasst? Das überlege ich mir besser nochmal. Nein. Es muss eine bessere... Keine schlechte Idee, aber das ist nicht ganz das Richtige. Ich habe etwas gefunden. Sie wissen schon, für Ihre Zähne, zum Reinigen. Ach, Kindchen, das ist ja wunderbar. Dankeschön, du bist wirklich ein Schatz. Ein richtiger Schluck Obstprickler wäre jetzt genau das Richtige zum Abrunden. Obstprickler? Tatsächlich. Oh, und das ist extra für mich? Ja, ich dachte, ich mache Ihnen eine kleine Freude. Das ist aber zu freundlich, Kindchen. Da wird mir ja ganz warm ums Herz. Moment, nicht so schnell. Oh nein, alles in Ordnung? Hallo, alles in Ordnung? Oh nein, ich habe sie bestimmt vergiftet. Sie ist doch nicht, ich habe doch nicht... Oh, zum Glück. Sie scheint nur zu schlafen. Puh. Hätte ich gewusst, dass sie direkt die ganze Flasche austrinkt, hätte ich mir mehr Gedanken um das Mischverhältnis gemacht. Ich fühle mich irgendwie schlecht dabei. Aber andererseits kann ich die wirklich gut gebrauchen, hoffe ich. Ich fühle mich nicht gut damit, aber irgendwas sagt mir, dass das hier eine gute Idee ist. Ein paar Haare. Ein Gebiss. Ein paar Haare. Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Ort dafür ist. Vielleicht versuche ich es besser woanders. Ein Farbeimer.
Das scheint ein guter Platz für ein paar Blumensamen zu sein. Ohne Wasser keine Pflanze. Ohne Wasser keine Pflanze. Irgendwas fehlt da noch. Keine Ahnung, ob das wirklich als Dünger funktionieren kann, aber bei den Zutaten würde es mich nicht wundern. Ich glaube, ich sollte den Pflanzen ein wenig Zeit gönnen. Unglaublich! Aus den Samen sind tatsächlich Blumen gewachsen. Ich nehme eine mit. Unglaublich! Aus den Samen sind tatsächlich Blumen gewachsen. Die immer blühende Ewigrose Caruso ist genau das Richtige, wenn du jemandem deine wahre Anerkennung zeigen möchtest. Mal sehen, ob ihn das aus der Fassung bringt. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Blumen zum Dank für des Künstlers geplagte Seele. Oh, mein Freund, ich danke dir von Herzen. Nur für dich werde ich nun mit Leib und Seele mein Lied vortragen. Wow, das scheint ihm richtig gut getan zu haben. Jetzt hör sich das einer an. Dieser Troubadour schmettert sein Sprachorgan mal wieder, als gäb's keinen Morgen. Also, ich finde, es klingt eigentlich ganz nett. Ich kann so nicht arbeiten. Wie soll sich da eine künstlerische Seele auf Reise begeben? Warte, ich kläre das eben. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Diese Schablone hat einen Totenkopf. Das kleine Fläschchen enthält rote Farbe. Sie dient als Tinte. Das kleine Fläschchen enthält blaue Farbe. Sie dient als Tinte. Ein Gebiss. Mal sehen, ob das hilft. Ein Gebiss. Die Zähne sind scharf geschliffen. Diese Schablone hat einen Totenkopf. Das überlege ich mir besser nochmal. Nein, wozu? Nein. Es muss eine bessere Lösung geben. Nein, wozu? Nein, wozu? Tut mir leid. Aber ich muss das tun. Mist, das Gebiss ist wieder herausgefallen. Ein Gebiss.
Die Zähne sind scharf geschliffen. Tut mir leid, aber ich muss das tun. Sitzt, wackelt und hat Luft. Es muss eine bessere Lösung geben. Ich brauche etwas, um die Farbe richtig aufzutragen. Mit bloßen Händen schaffe ich das nicht. Nein. Wozu? Tada! Ein Pinsel! So, malen wir dich mal an. Es muss eine bessere Lösung geben. Das überlege ich mir besser nochmal. Wozu? Eine irgendwie sprechende, exotische Blume, die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Wolken über. Ich trau mich gar nicht. Es muss eine bessere Lösung geben. Das überlege ich. Ich entferne die Farbe lieber nochmal mit dem Reinigungsmittel. Hey, das scheint zu passen.
Eine irgendwie sprechende, exotische Blume, die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Tada! Nein. Nein. Wozu? Es muss eine... Tada! Nein. Es muss eine... Nein. Es muss eine bessere... Ein Farbeimer. Das überlege... Es muss... Nein. 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 Wozu? Nein. Das überlege ich mir besser nochmal. Das überlege ich. Unglaublich! Aus den Samen sind tatsächlich Blumen gewachsen. Ich nehme eine mit. Es muss eine bessere Lösung geben. Es muss... Es muss... Nein. Es muss... Nein. Eine irgendwie sprechende, exotische Blume, die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Es muss eine bessere... Es muss ein... Nein. Das... Das... Mal sehen, ob ich die Farbe damit wieder runterbekomme. Hey, das funktioniert! So, malen wir dich mal an. Das überlege ich. Das überlege ich mir besser nochmal. Das überlege ich mir. Eine irgendwie sprechende, exotische Blume, die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Es muss ein... Das über... Ein Glas mit Wasser. Ja.
Das überlege ich. Ich entferne die Farbe lieber nochmal mit dem Reinigungsmittel. Huch, im Mund der Blume steckte eine merkwürdige Kugel. Eine seltsame, goldfarbige Kugel. Eine irgendwie sprechende, exotische Blume, die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Und jetzt? Aber ich bitte Sie, wo bleibt Ihr Elan? Nun zeigen Sie mal her. Das kann doch nicht wirklich wahr sein. Ja, ja. Ein überaus scharfes Gebiss, aufdringlich deutliche Streifen, der Totenkopf auf der Zunge, die auffällig eindeutig klar leuchtenden Farben. Ja? Meinen Glückwunsch. Sie halten eine authentische, untrüglich eindeutige Carnivora monstrosa simsii, auch als Menschenfresserpflanze bezeichnete Pflanze, in Ihren Händen. Wirklich? Unzweifelhaft. Auch wenn ich überaus verwundert darüber bin, welch mannigfaltige Mutationen der veganischen Pflanze Sie bisher vorweisen konnten. Außerdem gilt als Verbreitungsgebiet dieser Pflanze ein ganz kleines Gebiet des fernen, sumpfigen Ewig-Nacht-Dschungels, was von hier aus eigentlich nicht zu erreichen ist. Ich habe eben meine Talente. Welch eine Überraschung. Sie wirken gar nicht so prädestiniert. Danke. Was ist jetzt mit der Pflanze? Wollen Sie sie haben? Bekomme ich dafür meinen Würfel wieder? Sie meinen sicherlich meinen Würfel. Ich habe ihn aufrichtig und ehrlich... Ja, ich hab's schon verstanden. Einmal reicht. Gut, aber gut. Nach Abwägung der Seltenheit dieser außerordentlichen Pflanze... Ja oder nein? Ich bitte Sie, was haben Sie nur für Manieren? Ja oder nein? Ich stimme dem Tauschhandel zu. Endlich. Ich danke. Den Würfel können Sie sich einfach mitnehmen. Danke. Es war nicht wirklich eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ganz meinerseits. Nein, ich glaube nicht, dass dies etwas Passendes ist. Exakt. Das hier ist doch kein Plunderladen. Es müsste sich schon durchaus um eine besondere Rarität handeln. Endlich! Ich kann's kaum glauben, aber ich hab's irgendwie geschafft! Komm her, Würfel! Dich lasse ich nicht mehr so einfach zurück! Unglaublich! Das sieht aus wie ein ganz normaler, etwas seltsamer Zauberwürfel. Aber ich glaube, dass das Portal erst durch diesen Würfel entstanden ist. Vielleicht kann ich ihn benutzen, um wieder zurückzukommen. Ich muss mir einen Ort suchen, wo ich schlechter beobachtet werden kann. Gut, ich habe den Würfel wieder. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, ihn richtig zu benutzen. Irgendwie muss er was mit dem Portal zu tun haben, durch das ich hierher gekommen bin. Aber wie? Ich sollte zuerst herausfinden, was das ist, bevor ich versuche, es mit dem Würfel zu benutzen. Wer weiß, was am Ende sonst noch passiert. Wenn der Würfel kaputt geht, komme ich niemals wieder nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Seltsam. Er lässt sich nicht normal bewegen. Er klemmt völlig. Und es sieht aus, als wäre da eine Öffnung. Ob man da etwas hineintun kann? Ned,
Hast du so etwas schon mal gesehen? Ob ich sowas schon mal gesehen habe? Nicht außerhalb eines Buches, Schätzchen. Wie bist du denn daran gekommen? Ich habe es gefunden. Was ist das? Das ist ein legendäres Material, das als Energiequelle genutzt werden kann. Es nennt sich Orichalkum. Die Bewohner von Atlantis benutzten perlengroße Orichalkugeln, um ihre Maschinen anzutreiben, das sie vorher in einer massiven, mit Lava gefüllten Maschine hergestellt haben. Das Potenzial einer kleinen Perle war vergleichbar mit dem von Uran, jedoch ohne Radioaktivität. Wow, woher weißt du sowas? Ich hatte mal einen Abenteurer tätowiert, der über nichts anderes gesprochen hat. Manchmal bleibt etwas von den Erzählungen der Kunden auch bei mir hängen. Ich muss mir einen Ort suchen. Et la gloria, darunarvi, amen. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, aber versuchen wir es. Es hat geklappt! Ich kann's kaum glauben! Es hat wirklich geklappt! Das Portal sieht genauso aus wie das, was mich hierher gebracht hat. Endlich komme ich hier raus! Oh, der Würfel fühlt sich so an, als hätte sich das Orichalkum darin aufgelöst. Dieser Würfel. Es ist soweit! Auf nach Hause! Jedenfalls hoffe ich, dass ich jetzt wieder nach Hause komme. Oh Mann, fang jetzt bloß nicht an nachzudenken, Vio. Soll ich wirklich durch das Portal gehen? Ja. Okay, los geht's. Shabi? Was machst du hier? Du solltest doch... Moment, das ist nicht der Ort, zu dem ich wollte. Nicht schon wieder.